1. April 1998. Josef Alexander Winkelmeier ist um kurz vor 5 Uhr morgens zum allerersten Mal auf Sendung gegangen. So hat das damals geklungen. Es ist 1. April, es ist 5 Uhr. Herzlich willkommen beim neuen Live-Radio, dem ersten landesweiten Privatradio für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Ich bin hereingekommen in den Sender, damals 1. April, und vor dem Glasstudio alle Promis aufgebaut, alle VIPs. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt musst du da die Sendung machen. Aber ich habe gedacht, pfeif da was, mach's einfach. Und es hat geklappt, Gott sei Dank. Die Gründung von Live Radio ist lange vor Sendestart gewesen, und zwar 1993. Zu dieser Zeit ist der private Rundfunk bereits überall auf der Welt, bis auf Albanien, China und Österreich, verbreitet gewesen. Man sollte 95 starten dürfen, ging dann nicht, weil der Verfassungsgerichtshof alles gehoben hat. Und als dann am 1. April 98 der Sendestart war, haben ja manche schon geglaubt, das ist ein April-Scherz, war es nicht. Wir waren on air und es war ein unglaubliches Gefühl. An der Art des Radiomachens habe sich seither gar nicht so viel verändert, umso mehr bei der Technik. Wir haben damals nur Songs in Echtzeit, also die richtige Songlänge eingespielt in unser Sendesystem, und jetzt geht das in Sekundenschnelle. Und was sich geändert hat, ist sicher, dass Radio zusammenschmilzt mit Social Media. Man sieht uns im Radio. Also früher war es ja so, man hat sich wirklich nicht herrichten müssen in der Früh, weil es wurscht war, wie man ausgeschaut hat. Aber heute bist du halt auf Insta, machst Fotos, machst ein Video und bist so in Kontakt mit den Hörern auch über Social Media, und da hat sich das sichtbare Radio eigentlich entwickelt. Apropos Kontakt mit den Hörern. Am großen Jubiläumstag hat der gelbe Sender seine Türen für alle Interessierten geöffnet. Wir erklären Ihnen, wie eine Nachrichtensendung zustande kommt. Die Moderatoren erklären, wie sie auf Sendung gehen, ja? Wie sie sich vorbereiten, wie dann alles auf Sendung geht. Wenn man im Radio moderiert, man sieht ja die Leute nicht, man weiß ja nicht, wie sie die Witze finden, und heute kann man das echt mal testen. Bin schon gespannt. Wahrscheinlich kommen wir uns gar nicht gut an. Fast 1000 Landsleute haben die Moderatoren und das gesamte Team bei der Arbeit beobachtet. Mir gefällt es voll, weil ich auch jeden Tag Radio, und man sieht jetzt einmal, wie die Räumlichkeiten von Live Radio ausschauen. Man sieht die Menschen und die Gesichter dazu. Es wird einmal alles erklärt. Ich will auch, wenn ich mal älter bin, Radiomoderator werden. Und ich finde es jetzt voll cool, dass man mal hinter die Kulissen schaut und dann einfach mal Radio hört. Man weiß ja nicht, wie das entsteht, und jetzt sieht man endlich mal, wie das entstanden ist und so. Und nicht nur Zuschauen ist angesagt gewesen. Einige Hörer sind kurzerhand sogar live auf Sendung gegangen, wie etwa der 13-jährige Moritz. Also ich wünsche in Live-Radio alles Gute und auf weitere 25 Jahre Sendezeit, sage ich jetzt mal so. Ich fühle mich wie so ein VIP-Gast. Also dass man das überhaupt machen darf, dass man so eine Möglichkeit überhaupt hat, das ist wirklich voll klasse. Und ich kann es nicht empfehlen. 25 Jahre Live-Radio. Die Hörer haben gemeinsam mit dem Team gefeiert und Radioluft geschnuppert. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch eine Radiopersönlichkeit von morgen mit dabei gewesen.